Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Erlbacher. In dieser Produktinfo geht es um die Abluftführung bei Rode Toplader Brennöfen. Die Abluft aus der Brennkammer ist nicht nur sehr heiß, sie enthält auch Feuchtigkeit. Es geht darum, diese heiße Luft vom Edelstahlmantel und anderen Metallteilen wegzulenken. Langfristig ist ansonsten Korrosion vorprogrammiert. Unsere dringende Empfehlung: Nutzen Sie die dafür vorgesehene Abluftführung. Das geht sehr einfach. Wenn Sie Ihren Brennofen auspacken und für den ersten Einsatz vorbereiten, finden Sie im Lieferumfang ein keramisches Abluftrohr und einen Edelstahl-Abluftstutzen. Das Abluftrohr hat seinen Sitz auf der linken Seite des Topladers unterhalb des Deckelbügels. Bitte stecken Sie es vollständig in die dafür vorgesehene Öffnung, bis Sie einen Widerstand fühlen. Das keramische Abluftrohr leitet die Abluft vom Ofen weg, damit die heiße Luft nicht direkt an dem Edelstahlmantel und anderen Metallteilen des Ofens entlang streicht. Sie wird so direkt in Richtung Abluftstutzen gelenkt. Der Sitz des Abluftstutzens wurde so konzipiert, dass abstrahlende Hitze nicht an Wände, Flächen oder Gegenstände strahlen kann. Bitte schrauben Sie den Stutzen in die dafür vorgesehene Bohrung ein. In den Abluftstutzen könnten Sie nun bei Bedarf einen flexiblen Abluftschlauch stecken oder eine Abluftrohrleitung bauen. Das war unsere Produktinfo zur Abluftführung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren keramischen Ergebnissen.